Und das ist ja wie ein roter Faden, der sich bis heute durchzieht, den sie immer noch, wie ich hier sagen wollte, wie ein Schutzschild trägt quasi. Die kontroversen Aussagen rund um die Streamerin Shuyoka scheinen kein Ende zu nehmen und erreichen in den letzten Wochen ihren Höhepunkt. Sei es in der Abmahnung gegen KuchenTV, in ihrem Livestream oder auf Twitter. Ihre Rechtfertigungsversuche nehmen kein Ende. Dabei versucht Shuyoka, ihre eigenen Aussagen zu verteidigen oder gemachte Statements zu bekräftigen. Aber welche dieser unzähligen Äußerungen stellt Shuyokas schlechteste Verteidigung dar? Also sie geht ja wirklich davon aus, ich weiß auch nicht, warum ihr Anwalt ihr das sagt, also sie will jetzt rechtlich dagegen vorgehen tatsächlich. Also gegen dieses Video wahrscheinlich auch dann. Wahrscheinlich wird sie auch gegen dieses Video dann vorgehen. Aber ich finde, in meinem Zitat liegt halt der Ursprung des Ganzen, die Metaebene, und ich finde, die wird hier zu wenig betrachtet, ne? Also man sieht ja anhand des Zitats. Und wie geil ist dieser Moment, wenn ich mein Video hochlade mit dem Titel "Ich habe Shuyoka vor Gericht zerstört"? Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal Ponyhof. Ponyhof, Mann. Wir haben genau eine Sache von dem Pferd, aber das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich zumindest. Ja, heute mal wieder Wahl der Qual. Wir haben uns ein sehr, sehr schönes Thema rausgesucht, und zwar die schlechteste Shuyoka-Verteidigung. Musste mal sein. Es ist auch doof gelaufen, weil ich habe das Thema reingeschrieben und ich meinte eigentlich, wer Shuyoka am schlechtesten verteidigt hat, also Dara oder so. Mhm. Aber Timo dachte, wo sich Shuyoka am schlechtesten verteidigt hat. Und um die Klicks doppelt mitzunehmen, gibt es dann nächste Woche, wer Shuyoka dann am schlechtesten verteidigt hat. Aber Moment, ist das nicht monetarisierter Frauenhass? Ja, absolut, deswegen machen wir es. Na ja, klar, logisch. Ich distanziere mich von dieser Aussage, Herr Richter. Ja, wir haben jetzt wieder jeweils 60 Sekunden Zeit, um die dümmste Verteidigung von Shuyoka vorzutragen. Solange, wie Jakob Rätsel hier gerade noch geschrieben hat, wird es wahrscheinlich wieder 5 Minuten. Ich mache die Stoppuhr, du fängst auch diese Folge an. Wir gehen einfach immer im Kreis. Aber ich brauche wirklich die vollen 60 Sekunden, das kann gut sein. Ja, ne? Das heißt, ich muss sie ausnutzen. Okay, danke schön, Longschlong, ich wäre dann soweit. Plus 2-3 Sekunden geht, aber... Okay. Okay, dann los. Ladies and Gentlemen, wenn wir über Shuyoka reden, dann reden wir auch untrennbar über Frauenhass, Misogynie und andere negativ konnotierte Adjektive, welche ihr gerade einfallen. Warum Kritik annehmen, wenn man sie auch ad hominem-mäßig wegscheppern kann mit einem gezielten "Ich bin eine Frau"? Kritisierst du Shuyoka, kritisierst du selbstverständlich alle Frauen auf dieser Welt. Wir schreiben das Jahr 2023, Shuyoka gewinnt ominöserweise den Gaming Award und steht deshalb in der Kritik, weil die Mitnominierten laut vielen besser geeignet wären, weil sie im Gaming international halt was gerissen haben, und Shuyoka gewinnt, weil sie wichtige politische Arbeit leistet und Leute dumm anpöbelt, welche gerne Harry Potter spielen zum Beispiel. Ja, die Welle an Empörung ist dementsprechend groß gewesen, aber Shuyoka hat noch einen letzten Fall im Köcher. Dieser heißt: Wenn du als Frau einen Gaming-Preis für gesellschaftliche und politische Arbeit bekommst und Twitter danach brennt, weil anonyme Troll- und Hass-Accounts ausrasten und alles und jeden wegsprengen, der was Positives dazu sagt, weißt du, wie wichtig die Arbeit ist, die du machst. Wie viel Zeit habe ich noch? Diese Verteidigung hat ihr bis heute so gut gefallen, dass sie den internalisierten Antifeminismus immer noch als Schutzschild trägt, wodurch valide Kritik von Cis-Männern einfach an ihr abblättert. In meinen Augen ist die Verteidigung schwach, weil es A, keine Ende. Rolle spielt, wenn es Geschlecht spielt. Ende. Es sollten die Argumente zählen. Ich werde die Argumente gleich eh noch bringen, Kollege Schnellschuh. Ja, das kannst du machen. Ey, Junge, warum bin ich denn immer zu lang, ey? Denkt ihr, es gibt irgendwann eine Folge, wo er sich an die 60 Sekunden aber hält? Aber auch wenn du die Zeit jetzt aus war, du hast gelöwet wie eine Rede. Ich hab, danke schön. Ich hab auch, also es war schneller als gedacht. Hätte man halt auch in 2 Sätzen zusammenfassen können, aber hast du das Zitat schon gesagt? Ja, das war dieses, du kannst dann einblenden, wenn du möchtest, den Twitter. Machst du eh nicht, ich sag jedes Mal, kannst du einblenden. Dann gucke ich das Video und es ist nichts eingeblendet. Der schneidet hier gar nicht. Ja, dann bin ich der Nächste, ne? Ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an. Mann. Wie lange geht das Ganze jetzt schon? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas zwischen 11 Monaten und 135 Videos. In ihrem letzten Stream hat sie den Vogel aber komplett abgeschossen. Nicht nur, dass wieder 7 Stunden darüber rumgeheult wird, dass das Ganze nicht endet, obwohl sie tonnenweise Tränen in mein Gleitgel packt, bringt sie jetzt auch noch die dümmste Aussage ever. Weil ihr Name markenrechtlich geschützt ist, ist es anscheinend verboten, diesen zu benutzen. Auch in YouTube-Titeln. Sie möchte mich jetzt dafür abmahnen, dass ich Shuyoka in YouTube-Titeln packe, weil der Name halt geschützt ist. Ihre Argumentation ist halt anscheinend, dass ich damit Geld mache und deshalb ist das verboten, weil ich mir das aneigne oder irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht verstanden. Dass es absolut dämlich ist, das muss ich, glaube ich, niemandem sagen. Ich werde es aber trotzdem nachher nochmal tun. Shuyoka sollte definitiv die neuen Anwälte von Nestle und CDU werden, damit sie gegen Kritik komplett geschützt sind. Die schlechteste Shuyoka-Verteidigung, meine Freunde, ist das Recht an ihrem Namen. Nicht schlecht. Hat sie wirklich gesagt, ne? Gut. Hat sie wirklich gesagt? Hat sie wirklich gesagt, ja. So, dann Timo. Okay. Inmitten des drängenden Verlangens nach einer Aussage, einem klaren Statement, einer Rechtfertigung, bleibt oft das Große und Ganze unbeachtet. Die Reichweite, die Metaebene. In einem Dschungel belangloser Anschuldigungen werden diese lediglich als Symptome eines verlorenen Selbstbildes wahrgenommen, die Ursache aber
gerät dabei in den Hintergrund. Gentlemen, erlauben Sie mir kurz zu zitieren. Mhm. Ich bin nicht die Person, die toxisch ist. Ich bin nicht toxisch. Ich bin nicht bösartig. Ich bin auch nicht gefährlich. Ich bin nicht boshaft. Ich bin nicht hysterisch. Ich bin nicht überemotional. In der Regel bin ich auch nicht beleidigend. Inmitten Ihrer Taten entfaltet diese Aussage die Wirkung eines persönlichen Eingeständnisses, das mit einem Hauch von Ironie eine verschobene Selbstwahrnehmung unterstreicht. Hier geht es nicht nur um eine Aussage, sondern das Zitat wirft ein grelles Licht auf Ihren verzweifelten Versuch, Ihr Gesicht zu wahren. Der Dschungel der Anschuldigung wird zur Bühne, auf der die verzweifelten Versuche, die eigene Unschuld zu beteuern, in einem Spannungsfeld aus Ironie und Selbstenttäuschung verwebt sind. Ja, sehr geil. Gut. Ja. Darf ich direkt zwei Anmerkungen in den Raum werfen? Also erstmal okay. Für den YouTube-Titel. Es gibt ja dieses Zeichen eingetragene Marke. Ich bin dafür, immer wenn wir Shoyoka jetzt den Titel nehmen, machen wir danach dieses eingetragene Marketing. Das wird das erste Video, bei dem das passiert ist. Erstmal das, weil es Insider, ne? Damit wir dem auch gerecht werden. Ja, auf jeden Fall. Nummer zwei, es ist kein vernünftiges Intro von Timothy, wenn nicht zweimal mindestens das Wort Dschungel vorkommt. Das lässt mein Herz immer höher schlagen. Ich hoffe, euch auch in den Kommentaren. Schreibt mal einmal bitte Dschungel in die Kommentare. Dann wissen wir, dass ihr aufgepasst habt. Ja, wir haben ja erstmal mehr von Punkte. Was hätte man noch reinnehmen können? Ja, fand ich was auch, hätte man nicht mit reinnehmen können? Ne? Ja, das ist die Frage. Das dachte ich mir auch. Das Video wird bestimmt so 10 Stunden lang oder so, weil wir jetzt erstmal 500 schlechte Verteidigungen von Shoyoka haben. Gut fand ich auch, dass Monte sie klatschen möchte, anscheinend, weil er gesagt hat, lass es mal privat klären. Überlegt, genau. Um Gottes Willen. Das war auch eine sehr gute Verteidigung, fand ich. Schleichwerbung Gönnergy war auch stark. Das war auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Jetzt hat ja auch Christian Solmecke klar gemacht, dass sie damit nicht durchkommen wird. Mhm. Allerdings ist er ein weißer heterosexueller Cis-Mann und ich denke, da können wir uns im nächsten Stream auf jeden Fall erstmal wieder was anhören, nehme ich mal. Quasi auch Antifeminist, ja? Ja. Ne, also ich denke, in meinem, sage ich mal, um mir direkt ein bisschen zu bewerben, habe ich ja, denke ich mal, so ihre ganze Taktik, ja, diese seit 11, 12 Monaten jetzt mittlerweile fährt, habe ich mir sagen lassen, habe ich ja oftmals auch zusammengefasst, das ist Kritik, die sie bekommt und das ist dann oftmals halt dann alles antifeministisch. Ne? Das geht ja sogar bis zum Gleitgel-Gate hin, wo das du halt diesen Spruch spaßeshalber gesagt hast im Stream und sie hat sich am nächsten Tag 3 Stunden hingesetzt und hat wirklich 20, 25 Mal, lass mich nicht lügen, gemeint hat, wie frauenfeindlich das ist und sonst was, obwohl der Spruch einfach, der existiert einfach im Internet und der ist jetzt nicht speziell auf Frauen. Ja. Aber in ihren Augen natürlich wieder frauenfeindlich, ne? Ja, ich finde halt, also das war der Ursprung hier. Bei mir finde ich halt krasser, was das jetzt halt für Auswirkungen gemacht hat. Also das ist ja am aktuellsten und sie denkt halt jetzt, dass sie mit diesen ganzen rechtlichen Schritten mich ja einfach zerstört. Also sie geht ja wirklich davon aus, ich weiß auch nicht, warum ihr Anwalt ihr das sagt. Also, sie bezahlt den ja, der wird wahrscheinlich auch sagen. Ja, aber Anwälte sind trotzdem realistisch. Habe ich euch das nicht gesagt? Ihr Anwalt ist mein Cousin. Ah. Der macht das ja. Der kam auch zum Treffen mal mit einem blauen Jackett. So. Und das zeigt ja schon, dass sie jetzt denkt, dass sie mit diesen ganzen rechtlichen Dingen vorankommt. Und ich meine, sie glaubt halt unironisch, das hat sie ja wirklich gesagt, dass man den Namen Shoyoka nicht in Titeln und so weiter nutzen darf, weil der halt geschützt ist. Und das glaubt und sie auch wirklich, jetzt, dass das sie so will ist. Jetzt rechtlich dagegen vorgehen, tatsächlich. Also gegen dieses Video wahrscheinlich auch dann. Wahrscheinlich wird sie auch gegen dieses Video dann vorgehen. Aber wir machen ja ein Copyright-Zeichen rein. Wir machen Copyright-Zeichen rein, also wir haben nicht die Rechte an dem Namen Shoyoka. Wir distanzieren uns davon, dass wir hier die Rechte an dem Namen haben. Und das finde ich ja halt krass, weil sie jetzt anscheinend in diesem Rechtswahn irgendwie drin ist und das ist ja so absurd. Also du dürftest ja keine Firma irgendwie mal nennen oder einen Titel haben. Wie sie darauf kommt, blicke ich auch nicht, keine Ahnung. Aber meinst du, die Anwalt hat ihr das auch gesagt, dass sie das machen kann? Oder denkt sie das jetzt gerade nur und klärt das jetzt erst, ob sie das machen kann? Boah, ich weiß nicht, sie hat ja auch mal im Stream gesagt, dass sie jetzt wettbewerbsrechtlich gegen mich vorgeht. Und das hat die Anwalt ja dann auch wirklich gemacht, aber halt so schlecht, dass das halt nichts bringen wird. Also ich schätze, der Anwalt wird es versuchen, dann gibt es eine negative Feststellungsklage und dann verliert sie in 6 Monaten und dann ist die ganze Welt irgendwie frauenfeindlich oder jeder ist gegen sie, nehme ich mal. Ne? Ja, doch, da stimme ich dir das zu. Das wird der Zeitstrahl sein, Ich finde, wir haben bei dir jetzt auf jeden Fall einmal so dieses Rechtliche, wir haben bei dir eben dieses Frauenfeindliche, aber ich finde, in meinem Zitat liegt halt der Ursprung des Ganzen, die Metaebene, und ich finde, die wird hier zu wenig betrachtet. Ne? Also man sieht ja anhand des Zitats, dass sie sich wirklich in jeglichem Belang als unschuldig sieht. Sie sagt, sie ist nicht toxisch, was sie offensichtlich ist. Aber was ich lustig fand, ist, dass sie sagt, dass sie in der Regel auch nicht beleidigend ist, hat sie gesagt. Sie hat bei jedem Wort gesagt, sie ist nicht toxisch, nicht bösartig und in der Regel auch nicht beleidigend. Ey, aber es ist ja, Ausnahmen bestätigen und da ist sie wenigstens mal realistisch. Hin und wieder rutscht ihr halt mal einen Kacklappen aus. Das ist halt so. Das ist ja auch egal, einfach in der Situation. Ich finde halt, in Bezug auf die Zukunft finde ich halt meins am krassesten, weil wenn sie mich jetzt dafür abmahnt, sie geht ja dann davon aus, dass sie gewinnt. Und so lange, bis das vor Gericht ist, wird sie ja die ganze Zeit in Streams davon ausgehen, dass sie mich komplett zerstören wird rechtlich. Und
Und wie geil ist dieser Moment, wenn ich mein Video hochlade mit dem Titel Ich habe Shoyoka vor Gericht zerstört. Stimmt. Dann kann sie ja wirklich nichts mehr dagegen sagen, gar nichts mehr. Sie hat kein Argument mehr dagegen, außer dass sie halt noch in Berufung gehen kann und Revision und dann vor dem Bundesverfassungsgericht oder so. Aber das wird ja so kommen, wenn sie dagegen vorgeht. Also alleine mal auf die Zukunft gesetzt, wird sie sich damit irgendwann einfach selbst zerstören, weil spätestens, wenn das Urteil da ist, muss sie ja an der Realität ankommen. Also ich weiß nicht, wie sie sich dann noch rausreden will. Ja. Ich meine, sie wird einen Weg finden, es ist Shoyoka irgendwo, aber... Also, was ich bei meiner Sache hier ganz schön finde, ist dieses Drumherum einfach. Ne? Ich meine, es inkludiert einen Preis, der mit stattgefunden hat. Und eine Aussage ist ja auch schön, wenn sie, beziehungsweise eine Verteidigung ist ja umso schlechter, wenn sie extrem schlecht gealtert ist. Und ihre Kernaussage war, hey, ich werde vor allem kritisiert, weil ich eine Frau bin. Das war meiner Meinung nach aus der Kernaussage. Im nächsten Jahr, und das ist Real-Life-Satire, gewinnt eine Yasmin Gnu den Preis. Es gibt keine Kritik, keiner sagt irgendwas. Das heißt, da wurde sie allein schon, nur weil sich die Welt ein Jahr gedreht hat, wurde sie dadurch schon entkräftet. Nee, Es waren sogar nur ein paar Monate. Spielerin des Jahres war, glaube ich, im Mai und Video Days Award war irgendwann im Sommer auf jeden Fall. Da hat es kein irgendwie... Vor allem hat sie dazu irgendwas gesagt? Nee, ne? Das hat sie wahrscheinlich ignoriert. Nö, das ist ja... Ne, sie geht ja auch nur sehr gezielt auf Kritik Aber ich denke, da wird sie halt wieder sagen, dadurch, dass das ja eine Hasskampagne gegen Shoyoka ist, wird sie wahrscheinlich sagen, dass man jetzt extra sich hinter Gnu stellt, damit man ihr das Argument irgendwie nehmen kann. So würde ich mich verteidigen, wenn ich Shoyoka wäre. Wie verteidige ich mich wirklich schlecht? Ja, ich finde das ganz, ganz schwer, da jetzt irgendwie herauszukristallisieren, was da jetzt wirklich auch die schlechteste Verteidigung ist irgendwie. Also mir fällt das gut, schwer. Bei mir ist halt noch das Ding, was ich noch mit reinnehmen würde, so bei euren Aussagen hat sie sich halt zu Meme gemacht natürlich. Das stimmt. Aber bei mir verliert sie auch einfach Geld. Ne? Du bringst die finanzielle Ebene. Die bringe ich noch mit rein, weil wenn sie mich jetzt dafür abmahnt oder auch mit ihren jetzigen Abmahnungen, hat sie ja tausende Euros an Kosten, wo auch jetzt schon klar ist, das sagt ja jeder Anwalt, dass sie damit nicht durchkommt. Das heißt, sie muss dann ihre Anwaltskosten zahlen, die schon relativ viel sind, meine Anwaltskosten zahlen und sie muss die Gerichtskosten zahlen. Und das kann halt gut und gerne mal ein fünfstelliger Betrag sein, während man schon gesagt hat, dass man seine Mitarbeiter teilweise nicht zahlen darf. Das heißt, das könnte sie halt wirklich in die Insolvenz schieben. Das wäre schon lustig, wenn sie selber vor Gericht geht und am Ende insolvent ist. Aber wie du auch schon gesagt hast... Würde ich ihr nicht wünschen, aber wie lustig wäre das? Aber Anwälte sind doch auch, wie du auch schon gesagt hast, realistisch. Also dir wird ihr ja davon abraten, wenn... Ja, klar, also, wir auch Geld also, machen, das ist ja keine Frage, aber er will sich auch nicht blamieren, so weißt du? Ja, was heißt blamieren? Also du machst ja das, was dein Mandant einfach möchte, ne? Also die wird da halt irgendwas rausschreiben, wird dann denken, dass sie gegen die besten Anwälte in Deutschland irgendwie ankommt und wird dann halt untergehen vor Gericht, ne? Hat sie denn gute Anwälte wenigstens? Keine Aussage. Ich verweigere die Aussage. Ja, es ist halt immer schwierig zu sagen, ne? Weil ihre Abmahnung ist natürlich Müll, aber wenn du natürlich schon einen Müllhaufen hast und du sollst ein Haus bauen, dann schaffst du das natürlich nicht, weißt du? Schwierig, ein schönes Haus aus dem Müllhaufen zu bauen. Wenn du jetzt aber schon Marmor und so weiter da liegen hast, weil die Vorlagen einfach gut genug sind, dann kannst du auch eine Villa bauen. So. Würdest du sagen, Mann, du bist Marmor in dem Szenario? In dem Szenario bin ich Marmor. Das, was sich mein Anwalt jetzt auf jeden Fall sehr viel leisten kann. So viele Fälle, wie ich bei ihm habe durch Shoyoka. Bruder, ey. Ja, ich weiß nicht, gibt sonst, glaube ich, eigentlich nicht so viel mehr zu sagen, ne? Meine Argumente gebracht. Alle Argumente sind da. Ich will, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, dass in meinem Zitat der Ursprung des Ganzen liegt. Was war dein Zitat nochmal genau? Ja, das war ein relativ langes Zitat. Also es ging halt eben darum, ne, dass sie mit toxisch, stimmt. Sie ist nicht toxisch, sie ist nicht bösartig, nicht gefährlich, nicht boshaft, nicht hysterisch, nicht überemotional und in der Regel nicht beleidigend. Ja. Also ich finde aber, dieses Ding ist zu einem Zeitpunkt gefallen, wo jeder schon wusste, dass sie in vielen Bereichen einfach recht unreflektiert ist. Also das hat jetzt keiner hat das jetzt gehört und gesagt, es wundert mich jetzt, dass sie das sagt. So, weißt du, weil das hat halt jeder abgesehen, dass sie sich selbstverständlich nicht für toxisch oder sonst was hält, aber ich finde viel eher, das hier ist der Ursprung, weil das war so der Punkt, seitdem sie dachte, oh, das könnte vielleicht funktionieren. Wenn Kritik an mich kommt, sage ich einfach hier, das ist eine antifeministische Hetzkampagne. Also nach dem Motto, alles gegen sie ist eine Kritik nicht gegen sie, sondern gegen eine Frau und greifst du sie als Frau an, greifst du alle Frauen an. Und das ist an sich auch schon, finde ich, relativ lächerlich. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und das ist ja wie ein roter Faden, der sich bis heute durchzieht, den sie immer noch, wie ich hier sagen wollte, wie ein Schutzschild trägt quasi. Bist du ein Cis-Mann, na, dann blättert die Kritik an mir ab, weil ich bin halt eine Frau. Was soll man machen? Na? Ich feier, dass das ja auch einfach gerade auf der Suche nach dem Ursprung war. Wir haben den Ursprung gefunden. Die Post. Die Post. Wir sehen uns nach der Werbung. Gut, das kann ja jetzt echt Werbung einblenden. Boah, hitzige Diskussion, ne? Wie viel Geld wollen wir wetten, dass es ein Anwaltsschreiben von Shoyoka ist?
Es bleibt spannend, ja, bleibt definitiv. Welches Zitat wird wohl gewinnen? Was war der Ursprung? Tani, weil sie natürlich schon abgestimmt, dass sie nicht für mich stimmen. Ist mir natürlich auch klar. Ja, wie gesagt, bei mir finde ich es halt am krassesten, wie das so eskaliert ist, dass sie jetzt halt denkt, dass der Weg der Verteidigung ist, mich einfach für alles abzumahnen. Aber es wird ja auch ihre letzte Möglichkeit sein. Also sie hat es ja in der öffentlichen Wahrnehmung nicht geschafft, irgendwie die Leute von sich zu überzeugen. Und es bleibt ja nur noch der letzte Strohhalm und das ist ja der rechtliche Weg. Ja, und den verliert sie auch. Wahrscheinlich echt schon, ne? Das ist halt klar. Ja, es ist halt klar. Es ist klar. Also es kann natürlich immer sein, dass sie greift ja mehrere Aussagen an. Kann schon sein, dass ein Richter irgendwie sagt, bei der einen Aussage gut, dass dieses eine genaue Zitat darfst du halt nicht mehr machen oder so. Aber sagt der Richter dann echt einfach, also das Ergebnis ist dann, dass er sagt, so, Herr, ja, vor Gericht ist es so, Sie dürfen das ja ab jetzt nicht mehr sagen. Ja, du hast ja einzelne Zitate von mir und es wird für jedes einzelne Zitat wird halt dann quasi diskutiert, ob das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Und kann schon sein, dass, wenn sie 50 Sachen abmahnt, dass der Richter ihr eins mal gibt, aber wenn sie dann bei 49 verliert, wäre halt schon lustig. Und das mit dem Markenrecht ist halt, also wie kann man so wenig Ahnung vom Markenrecht haben? Der Richter auch verarscht vorkommen, oder nicht? Wenn er so 20 Jahre Jura studiert, im Referendariat, dann hier noch Staatsanwälte mit an der Seite und dann will sie einfach, dass ihr Name markenrechtlich geschützt ist und dass man nicht mehr über sie reden darf. Also, ja, wie du auch gesagt hast, würde ja jeder machen. Ja. Dann einfach, dann, vor allem, um das zu verändern. Weiß ich nicht. Gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Dann, vor allem, da müsste ja, also dann würde das, also es wäre auch schon lange bekannt, dann dürftest du ja auch in keinen YouTube-Titeln irgendwelche Firmen oder sonst irgendwas reinschreiben. Mit Copyright-Zeichen. Als ob noch nie irgendwer dann dieses Recht genutzt hätte, um irgendwie kritische Sachen sperren zu lassen. Dann hätte sie auch nichts über Hogwarts Legacy oder so sagen dürfen. Theoretisch. Also ist das dann ja gemacht? Selbst wieder relativ doppelmoralisch. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas hochgeladen hat, aber sie hat ja drüber geredet. Sie hat ja die Marke Hogwarts Legacy in den Mund genommen und sehr negativ drüber geredet, ja. Das werde ich auf jeden Fall mal mit James oder die Marke. Ich finde, für mich ist J.K. Rowling auch eine Marke. James Cameron, Alter. Oder wer auch immer der Harry Potter-Erfinder ist. Ich glaube, das war Leonardo DiCaprio. Aber, ja, also ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, welche Aussage ich von euch beiden zum jetzigen Stand nicht dümmer finde, sondern unpassender. Also das war jetzt eine einmalige Sache. Ich meine, diese fandst du so gut in ihrem Kopf, ne, dass es, okay, alle Kritik gegen sie ist gegen Frauen, das ist bis heute benutzt. Ja, ich meine, gut, das kommt ja immer mal wieder. In dem Stream hat sie ja generell auch über meine Abmahnung geredet und hat da so viel aus dem Zusammenhang gerissen. Aber wir machen ja noch ein Video über die Abmahnung, deswegen habe ich das jetzt alles nicht mit reingepackt. Ja, genau. Also sie verdreht da super viele Sachen und ich finde es halt lustig, weil sie was meine Anwälte schreiben, gar nicht versteht, damit 5-9 Abmahnungen droht und alles, wofür sie mich abmahnen möchte, einfach halt kompletter Müll ist. Und das war halt der Punkt, der einfach am krassesten, also der am meisten Müll war einfach. Ne? Also da ist ja noch ein großer Rattenschwanz, dass sie vielleicht denkt, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass sie sich verteidigt, aber am Ende wird sie damit halt so auf die Fresse fliegen. Da muss nicht mal Monte nachhelfen, so weißt du. Ja. Was kann man abschließend dazu sagen? Eine Stimme für mich ist eine Stimme für die Misogynie. Ich sag's im Abschluss, gut, Kick in die Runde. Gut, dann würde ich sagen, ja, dann stimmen wir ab, wir halten uns bedeckt. Und alle unser Smartphone raus. Ach ja, Moment. Oh, geht das schon wieder? Sagen wir Einfachheit halber, schreiben wir einfach den Namen von derjenigen Person, die vorgetragen hat, rein, dass wir dann einfach wissen, wer gewonnen hat. Wenn ich dich am besten fand. Okay. Hast du das letzte Mal eingeblendet, wer für wen gestimmt hat? Mhm. Sehr gut. Soweit habe ich nicht geguckt. Okay, ich bin ready. Habt ihr kein WhatsApp-Web? Was ist denn mit euch? Ja. Okay. Auf 3 oder was, James? Ja. Okay. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Ja. Geil. Ja. Juhu. Aber zum Glück habe ich für Tim gestimmt, weil sonst wäre es unentschieden. Das hätte es noch nicht gegeben dann, ne? Was haben wir dann gemacht? Nee, dann hätten wir quasi, dann hätte einer seine Stimme ändern müssen. bis es dann demokratisch einer gewonnen hat. Okay. Ja, ja. Ja, schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare, wer denkt, wer das beste Zitat hier rausgesucht hat. Und oder vielleicht habt ihr auch noch einen eigenen Vorschlag letzten Endes. Kann ja auch sein, ne? Ja. Ja, viel mehr gibt's. Ergebnis auf jeden Fall. Da ist jemand mit gerechnet. Ja, Bruder, ich habe halt auch die neuesten Infos einfach. Ne? Ich bin halt, du bist an der Quelle, ne? Das war eine Folge, die musste ich einfach gewinnen. Ja, das wäre auch peinlich, hättest du den Win ja nicht geholt. Ja, aber Jakob, vielleicht nächstes Mal, ne? Ich bleibe dran, ja. Ne? Also mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Das ist so mein Motto. Du hast einmal gewonnen, ne? Ja. Mal gucken, na gut. Wie das noch weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, bewertet das Video, schreibt Kommentare, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Tschüssli, Müsli. Kauft unser Shoyoko-Merch. Okay, thanks, bye.